Das Bäckerhandwerk hat es ja nicht leicht im Moment. Wir haben schon mehrfach darüber berichtet, dass insbesondere kleine Betriebe mit den hohen Energiepreisen zu kämpfen haben und auch damit die gestiegenen Kosten an ihre Kunden weiterzugeben. Einen ganz anderen Blick aufs Brotbacken bekommen wir in der neuen Doku-Reihe Brot und Stulle. Die startet morgen Nachmittag hier im NDR und wir lernen in jeder Folge besondere Bäckerinnen und Bäcker aus Norddeutschland kennen. Die erste Folge kommt aus Schleswig-Holstein. Hier am Wittensee steht die wohl kleinste Bäckerei Deutschlands. Die Backstu Flechtworden, plattdeutsch für Morgendämmerung. Vor 7 Jahren hat sich Svea Andersson ihren Traum erfüllt, in einem alten Imkerwagen. Ich bin sehr spät zur Bäckerei gekommen. Ich habe mit 55 erst eine Lehre als Bäckerin angefangen. Und insofern mache ich das noch nicht so furchtbar lange. Ich habe 30 Jahre lang im Journalismus gearbeitet, als Kamerafrau und Filmemacherin. Aber irgendwann habe ich plötzlich gemerkt, ich will das nicht unbedingt bis ans Ende weitermachen. Svea hat eigene Rezepte kreiert, ob Kartoffelbrot oder Tigerbrötchen. Platztechnisch stößt die Bäckerin oft an ihre Grenzen. Ich habe ja nur die 2 relativ kleinen Öfen, also ich kann da halt nicht mal eben 100 Brote in den Ofen schieben und hab die dann nach einer Stunde fertig und kann die verkaufen. Also man stellt sich immer vor, dass man irgendwie massenhaft Kunden braucht, aber so viel Kunden braucht man überhaupt gar nicht, wenn man jetzt nicht massenhaft herstellen will und nicht massenhaft Geld verdienen. Und das will ich nicht. Wenn Svea ihre Zutaten von Höfen aus der Umgebung abholt, bedient sich ihre Kundschaft selbst. Abkassieren auf Vertrauensbasis. Ich finde das total super. Also nicht lange stehen, nicht lange schnacken. Man kriegt tolle Produkte und das ratzfatz. Jeden Sonnabend steht in der Lüttenbackstuf ein wahrer Brötchenmarathon an. Arbeitsbeginn ist nachts. Lebensgefährte Ralf ist auch Bäcker und packt mit an. So schnell gehen meine Finger noch nicht. Rund 400 Brötchen müssen bis 7 Uhr fertig sein. Hey, ich bin hier eingequetscht. Ich kann mir schon vorstellen, das noch lange zu machen. Das ist einfach ein schönes Lebensmittel. Im Grunde kann man sagen, da stecken ja die 4 Elemente drin. Luft, also die Bläschen, Wasser als Zutat, Erde, das ist dann das Korn und Feuer ist der Ofen. Und das finde ich zum Beispiel echt schön. Das ist tatsächlich eine ganze Welt, die man da entdecken kann. An 4 Tagen backt sie für ihre Kundschaft. In ihrem kleinen Wagen in Bünsdorf, mitten in der Natur. Und in der Dokumentation Brot und Stulle. Morgen um 16:30 Uhr im NDR und schon jetzt in der ARD Mediathek.